Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Runde von Spectre Divide. Man kann es vielleicht schon ein bisschen sehen, ich habe meine zwei Charaktere ein bisschen angepasst. Und heute gehen wir direkt in eine lässige Runde rein. Lässig heißt einfach unranked. Rangliste kommt irgendwann später, Benutzer definiert sind, ich glaube, eigene Matches. Ja. Und wir gehen heute in die lässige, in eine lässige Runde rein. Und da sehen wir uns auch gleich wieder. Oh, da habe ich auch schon ein Match gefunden. Hat gar nicht mal allzu lange gedauert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mal an, was Shrouds Shooter so kann. Okay, wir wählen uns einen Sponsor aus. Ich bleib für den Anfang mal hier bei dem Standard-Ding. Einfach Granate, Blendgranate, Adrenalin-Shot ist der Kirch. Ganz angenehm. Riker Industries. Und dadurch werden auch so ein bisschen die die Rollen im Team bestimmt, weil wir haben jetzt hier einen, der mehr so sneaky unterwegs ist mit Rauch und Fallen und hier den Typ mit Riker, der Gegner aufdecken kann und einen Turret platzieren kann. Und wir haben keinen, der uns heilen kann. Ich weiß nicht, ich hab mit den ganzen Fähigkeiten noch nicht gespielt. Das ist jetzt hier wirklich meine allererste Runde. Das muss ich mir alles erst nochmal ansehen. Ein bisschen rumprobieren. Was hier so abgeht. So, hier kann man sich auch Rüstung kaufen. Und die ganzen Gadgets. Das wäre sehr. Wie viel habe ich? Ich habe 800. Ja, würde genau für ein großes Loadout reichen. Ist allerdings, denke ich, nicht so. Nicht so angenehm. Ready up. Noch was. Man bewegt sich auch ein bisschen schneller, wenn man das Messer ausgerüstet hat. Oh, das ist aber sehr interessant, dass man hier wohl tatsächlich auch die Blicke der Verbündeten sieht, also wo sie hinsehen. Mal entfernt. Zeus has been planted. Okay, B, schätze ich. Kommt schon, Leute, ganz ehrlich. Schleichen, wofür? Splinter Grenade out. Meine Fresse. Noch was, weil man hier jetzt sieht, man ist mit insgesamt 6 Figuren hier auf der Map unterwegs. Deshalb gibt es auch nur 3 Spieler insgesamt.
Ach, kaufen wäre, denke ich, ganz angenehm. 3000, 3000, 3000. Große Rüstung. Habe ich nicht gesehen. Was habe ich? Was, was? Sniper. Was hat der andere Typ? Das, damit will ich, denke ich. Down. Damit will ich hier, denke ich, eingehen. Freunde, dazu sage ich nix. Will natürlich immer ach, gut. Okay. War das Teil eines Sniper? Ich bin mir echt nicht sicher. Oh, und man muss wirklich in jeder Runde. Nee, man muss nicht. Okay, ein Teil. Ah. Gut. Ein Teil vom Team behält die Waffe, die man hat, und man muss dann im Prinzip nur die andere kaufen. Aber ich nehm nochmal genau die gleiche. Weil das ist. Ist das. Das ist doch kein Sniper, oder? Oder vielleicht so eine leichte Sniper, wenn es sowas überhaupt gibt. Wo hab ich meinen Typ platziert gerade? His carrier was killed. Ja, man darf jetzt natürlich nicht einfach so. Has been planted. Oh shit, ja, einfach so rumrennen, ja. Verdammt. Jesus. M18 Drummer. Ah, das ist bestimmt eine Shotgun. Verdammt. Okay. Gut, aber ich verstehe, wie das Spiel funktioniert. Man bekommt auch immer schön Geld dazu in jeder Runde. Und das will ich ehrlich nicht haben. Das ist alles zu teuer. Maschinengewehr.
automatische Maschinengewehr. Down on the field. Winter time. Es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel und je mehr Runden man gewinnt, desto mehr Cash hat man natürlich auch auf der Hand und dann kann man sich hier auch die richtig krassen Waffen holen. Prototype OP, das ist, denke ich, die krasse Sniper. Das ist nur die Frage, will ich mit einer krassen Sniper spielen? Ich glaube fast nicht. Ich glaube, die gehen jetzt hier hin. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die zweimal im gleichen Fleck gehen. What? Der hat einen Headshot getankt. Ach Gott. Ja, okay. Gut, einen Typen erledigt, dem anderen ordentlich Schaden gemacht. Was will man mehr? Zeus has been planted. Throwing smoke. Diese kleine Stelle, wo ich da gerade vorhin war, mit dieser kleinen Barrikade. Ich denke... Ich denke, die Stelle ist für den Anfang gut, um vielleicht schnell mal irgendwo einen Kill abzugreifen, aber... Dann sollte man die Position, denke ich, doch eher wechseln. Was ist das für eine Waffe? Blackout. Gibt es die noch irgendwo? Crusader Reaver. Blackout Crusader. So, gib mir das und gib mir das und der Rest ist sowieso voll. Versuchen wir es so. Zeus Carrier was killed. Zeus Carrier. Das heißt, da hinten ist jetzt die Bombe, wenn man es so nennen will. Und da war ein Sniper. Well. Smoke here. We've scanned out. Flash up. Okay. Splintering him.
Ja, genau. Ach. Ich schätze, das war die Sniper. Die große. Die ist natürlich One-Hit, egal wohin man trifft. Die immer. Ich will nicht mit der Sniper spielen. Hier, gib mir das. Das ist tatsächlich auch eine AR. Oh. Nee. Ich dachte kurz, wenn man... Ich habe kurz gedacht, dass man sich langsamer bewegt, wenn man mehr herangezoomt ist, aber... Nee. Oh nein, ich bin hier. Leben, 31 Rüstung und wir haben einen Disconnect im Team. Flash out. Splinter. Activate. Zeus has been planted. Using adrenaline. Ich gehe fest davon aus, dass sie den Typen da hinten zuerst abschießen werden, wenn sie ihn sehen. Ah Gott, ich wollte gerade die Granate hinwerfen. Okay. Ich hab den Finger schon am Abzug gehabt. Ich wollte die Granate schon werfen. Ach, so ein Mist. Komm, zeigen wir den Revolver. Y ist im Übrigen Inspect. Ja, wenn man einen Skin hat, dann... well, you know. Und die schallgedämpfte Pistole, ja, sieht auch ganz gut aus. Ich bin aber, denke ich... Oder will ich? Wie porten sich die Typen hier hin und her? Das wäre auch nochmal interessant zu wissen. So, komm. Pistolen kann man übrigens auch nicht, mit Pistolen kann man nicht reinzoomen. Vielleicht auch interessant zu wissen. Yo! Time.
Splinter! Aber ich habe ihn getroffen. Immerhin. Smoke here. Ja, und jetzt haben wir so eine relativ ausgeglichene Situation. Die Sache ist halt die, es gibt zwei Gegner, aber die zwei Gegner operieren separat. Und mein Kollege hier spielt gleichzeitig mit zwei Figuren. Das ist ja schwierig. Sehr, sehr schwierig, die Situation. Aber was haben wir auch das Pech, dass wir einen Lever haben? Oder einen Typen mit, wie sagt man, einer Kontaktabbruch. Ich bin nicht mit einem... Das Harp oder Harpe-Maschinengewehr, das hat mir irgendwie ein bisschen... Mit dem mag ich nicht spielen. Nee, will ich nicht. Okay. So, ich habe wieder zwei ARs oder MPs. Ich glaube, das ist eine AR eher, oder? Ach du Schande! And smoke. Ach, Jesus, das sind Salben-Mistdinger. Verdammt. Ich hasse Salbenschusswaffen. Ich hasse diese Drecksteile. Okay. Am liebsten würde ich das Teil verscherbeln. Einfach billig verscherbeln und dann... Hinten, das sind die Gegner. Jesus. Ow. Und mein zweiter Typ ist schon wieder down. Dann gib mir hier die Waffe. Richtig krass. Man muss hier lernen, mit zwei Typen gleichzeitig zu spielen.
Big Wolver, nehme ich auch mit. Ach so, Zeit zum Planten. Ja. Ihn habe ich nicht gesehen. Verlangsamungsgranate, ziemlicher Mist. Aber macht nix. Smoke here. Priming the Zeus. Zeus has been planted. Hidden grass active. Last alive on your team. Das ist auch eine Salvenschusswaffe. Das gibt's doch nicht. Das sind alles Salvenschusswaffen, so ein Mist. Zeig mir die MP. Wie sich die anfühlt. Ah, und MP kann auch nicht. Mit der MP kann man auch nicht einzoomen. Mit der schon, aber dann ist das wohl keine MP. Ach so. Dann gehe ich mit der voran. Throwing flash. Flash up. Dropping smoke. Nate. Juice was dropped. Last standing. Ey, was ist das denn? Die Typen one-shotten mich im Prinzip immer so ein Dreck. Match point. Oh. Mächtiges Maschinengewehr. Ja, und nicht ganz so mächtiges Maschinengewehr. Ich gehe mit der Megawaffe voran. Ja, mit einer Waffe, sondern Mist. Salvending hat, bin ich doch gleich viel besser, wollte ich sagen, und da gehe ich auch schon drauf. Throwing flash grenade. Ah, das ist eine LMG. Das spüre ich. Okay.
Okay. Defenders have won the match. Ja, da muss man noch so ein bisschen reinkommen. Ist natürlich jetzt auch eine sehr, sehr blöde Situation, dass wir einen Disconnect hatten. Ja. Aber gut, das war jetzt hier die erste Runde, Spectra Divide. Mal sehen. Mal sehen, wie es in den nächsten ein paar Runden so wird. Ich denke, ich werde auf jeden Fall hier mit jedem aktuell verfügbaren Sponsor einmal spielen, um die ganzen Gadgets so ein bisschen auszutesten und um mir darüber klar zu werden, was die Gegner potenziell auch machen können. Und dann, ja, müssen wir abwarten, ob das Spiel was wird oder nicht. So, für heute soll es das aber gewesen sein. Vielen Dank fürs wieder mit dabei sein. Schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein. Es würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.